Die Laternenfische sind eine arten- und individuenreiche Familie kleiner Tiefseefische. Ihre Schwesterfamilie, die Laternenzüngler, ist wesentlich artenärmer. Laternenfische leben in allen Weltmeeren. Sie bekamen ihren Namen wegen ihrer Leuchtorgane. Herzlich willkommen zur dritten Folge Rodcast, dem Angel-Podcast. Wieder dabei der etwas angeschlagene Thomas Bawinski und der topfitte Sascha Totenhausen. In dieser Woche sprechen wir über den perfekten Angelsnack. In der Rubrik News der Woche geht es um die besten Köder beim UL. Und wir behandeln die Turniere, die in den letzten 2 Wochen so abgehandelt wurden. Bassmaster Classic, Skills and Stripes und noch der Zanderkönig vom Bellyboot aus. Ah, da war mein Teechen auch schon. Ja, Junge, was hast du gemacht letzte Woche? Wir mussten ausfallen lassen. Ja, sorry, aber ich dachte auch, das ist so, ich kann mir das gar nicht, wie soll ich das sagen? Ey, das war so eine mexikanische Hamstergrippe, keine Ahnung, mir fiel jetzt kein bescheuerter Name ein. Auf jeden Fall, Mitarbeiter ist hier erkrankt und ich dachte erstmal, alles cool. So, ne? Und ich hab noch letztes Mal gesagt, boah, ich fühle mich echt gesund und alles cool. Ne? Ja. Pass auf, und dann waren wir Mittwoch, haben wir so einen Hebammenbesuch gehabt. Ich kriege ja Nachwuchs. Und dann war da so eine, wir haben zwei Hebammen, so ein Hebammen-Team, Alter, so ein Tech-Team. So ein Hebammen-Tech-Team haben wir. Und eine war total erkrankt und die saß auch immer so, also wir haben uns zum ersten Mal kennengelernt. Und dann auch da habe ich mir noch gedacht, boah, ey, ich habe echt schon lange keine Erkältung oder so mehr gehabt, ne? Tag später vorbei. Tag später war einfach vorbei, Alter. Aber wirklich, so richtig todesvorbei und ich kann es nicht sagen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es auch nicht weggeht und heute ist irgendwie der Tag, wo es mir noch am besten geht von allen Tagen. Aber der Rodcast muss halt laufen, Digga. Das geht ja nicht Ja, anders. the show must go on. Da hilft auch kein Schniefen und kein Schnauben. Nee, also wenn ich mal irgendwie in diese Richtung gehe oder mal etwas schlürfen, ne, also nicht Käffchen, Teechen, dann verzeiht mir das auf jeden Fall. Ekelhaft, ja. Ja. Ich stelle mir richtig vor, wie deine Nase da rumschnoddert. Ja, das geht, Alter, weil mittlerweile ist das alles so verfestigt. Ich könnte eine Burg bauen damit. Ach so, du bist schon in diesem Status, Ja. Stadium. Stadium, ja. Ja. Ja, das geht. Ich glaube, ich bin auf dem Weg der Besserung. Also, das ist alles easy. Aber dann kommen wir eigentlich, fällt mir gerade ein, ich hoffe, dass man uns halbwegs vernünftig hört, denn mein Fail der Woche, du hast es ja gerade mitbekommen, schön für 200 € Audio-Equipment gekauft. Und dann passt das irgendwie gerade gar nicht alles zusammen. Hat nichts funktioniert, das habe ich wieder mein Popelmikro. Naja, egal. Ja, läuft. Läuft, ja. Ich sage, never change a running system. Meins funktioniert. Ja, ja, Ich habe ja, ein paar Angleichungen gemacht, seitdem läuft alles gut. ja. Ja, geht immer besser. Weil der Ja. Rodcast wird die Welt erobern, ich sag es dir. Ja, wieso wird? Hat? Hat, wir haben iTunes erobert. Das ist, Yes, yes, das Junge, ist ja das eigentlich, war ja. ein großer Schritt, ja. iTunes war wichtig. iTunes war wirklich cool. Ich habe heute noch eine Statistik gelesen, dass von allen Podcasts, also erstmal 15% der Deutschen hören Podcasts, laut einer Statistik, die ich aus einem Fachmagazin gelesen habe. Und das finde ich schon sehr interessant. Und davon irgendwie 56 oder 58% über iTunes. So. Das fand ich schon ziemlich geil. Und Dürfen wir also auch nicht fehlen. natürlich nicht. Aber es hat echt lang gedauert. Da auch noch gleich eine Anmerkung. Und zwar haben wir im Moment zwei SoundCloud-Accounts, Freunde. Also bitte den alten quasi vergessen, weil nur noch der neue. Ich habe unseren 4 Followern bei SoundCloud auch schon angeschrieben. Ich glaub, einer warst du, dich habe ich ausgelassen. Dass sie bitte den anderen liken sollen, weil der Alle ist. persönlich angeschrieben. Ah Du ja, hast all na klar, du, Alter, wir sind doch nicht ja. abgehoben, Mann. Finde ich cool. Ja. Ja, passt zu uns, finde ich gut. So ist das doch. Und dann, ja genau, und den anderen folgen, weil der wird dann ist dann gekoppelt mit iTunes und da sind wir irgendwie freigeschaltet. Ja, genau, so ist das alles irgendwie gekommen. Und deswegen, diese Folge werden wir noch auf den alten Account auch nochmal hochladen, weil jetzt nach 7 Minuten Rodcast Nummer 3 müsste jetzt jeder geschnallt haben, dass es einen neuen gibt und dort wird zukünftig alles passieren und da wird richtig abgefeiert. So, haben wir das auch durch. Cool.
Wie ist es dir so ergangen, so die letzte Woche? Warst du viel angeln? Ja, viel nicht, aber ich war ein bisschen angeln, ja. Ich war ein bisschen an der Wupper. Wupper. Ja, da bin ich sozusagen über die Wupper gegangen. Ich weiß nicht, ob man das kennt bei dir, aber bei uns sagt man das. Nee, ich kenne das, ja. Ja, die haben, glaube ich, bei uns irgendwie Forellen besetzt. Ich hatte jede Menge Forellen und richtig kapitale Döbel. Aber wenn du alleine bist, ist halt immer schlecht mit Foto, ne? Ja, stimmt. Verzichte ich halt gerne auch darauf, wenn es nur ein Döbel ist, in Anführungsstrichen. Dann Scheiß auf Fame, Digga. Scheiß auf Fame. Ja, einfach mal fischen. Ja. Und dann waren wir Hollands Tiefhagensfleet. Das war auch ganz cool. Aber es war extrem windig. Also wir haben mit Daniel? Ja, ich und Daniel und ich waren da. Und wir haben den E-Motor aufs Äußerste gefordert. Okay. Ja. Aber egal. Also, keine Ahnung, wir hatten, glaube ich, insgesamt jeder 5-6 Thunder oder so. Habt ihr auch 20 Meter hochgeholt, ne? Ja, 24 Meter und dann einfach einen Jig-Haken in die Rückenflosse rein. nee, das war so ein Stück weit die Herausforderung, da so ein bisschen an den Tiefstehenden vorbeizuangeln. Also wir hatten gesagt, so 10 Meter maximal. Manchmal kannst du das nicht so abschätzen an manchen Kanten, da wirfst du ja direkt auf 20 Meter runter. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Also wir hatten keinen einzigen mit Plötschaugen zumindest. Das war schon mal ganz gut. Ach, super. Fällt mir gerade ein, Jan Schof, der, warte, was ist Jan Schof, der Naturköderangler? Nee, warte, was war das? Naturköder-Guide. Da habe ich letztens ein Video gesehen über Longlining. Ich glaube, der war auch in Holland unter. Ich weiß nicht, ob es Haringsfleet bzw. Hollandsdieb waren, aber auf jeden Fall hatte der im Flachwasser, in Anführungsstrichen flachem Wasser, also ist auch bis 10 Meter, glaube ich, oder bis 8 oder sowas auch runtergegangen, aber hat da gelonglined auf Zander. Und die Einstellung fand ich ziemlich cool, weil er sagte, sonst sind sie immer so tief und ein paar Aktive, die jetzt, wenn die Sonne rauskommt, sind vielleicht noch aktiv, die kommen dann aus dem Tiefen dann quasi hoch noch und wollen ein bisschen gucken, was da so geht. Und die wollte versuchen, sich abzugreifen. Und da ist das Longlining, also quasi das Jig-Schleppen, wenn ich das einfach mal so sagen kann, kurz erklärt. Eigentlich eine ganz coole Sache. Fand ich eine sehr coole Geschichte. So wenn es in Richtung kalte Jahreszeit geht, wo die Zander tatsächlich tiefer sind, wie man angeln kann und trotzdem noch irgendwie schonend. Ja, die Technik funktioniert gut. Ja. Ich weiß gar nicht, Alter, irgendwo habe ich was gesehen. Ich hoffe, dass ich wieder, ich hoffe schon, dass ich jemanden gegen den Kopf stoße jetzt. Irgendjemand hatte irgendwie eine neue Route rausgebracht und meinte, weil die so soft ist, irgendwie eine Vertikalroute. Ich weiß nicht, ob das wieder Spro war oder ob das Balzer. Ich habe keinen Plan, wer das. Ich glaube, das war Johnny. Und er meinte, doch, das war Johnny, glaube ich. Und er meinte, keine Ahnung, ja. Also ich bin jetzt nicht der passionierte Vertikalangler, aber weil die Route etwas weicher ist, könnte man ihn besser nach oben drillen oder keine Ahnung. Was soll ich das hat er gesagt. Ich meine, wenn Johnny das sagt, muss das stimmen. Ja, na gut, da kannst du dann, und wenn es mal schief geht, Jig-Haken in die Schwanzflosse rein und ab dafür. Ja. Kann man so ein 50er Zander kann man auch noch als Köfi benutzen. Kein Problem. Lebend, aber besser. Lebend, ja, na klar. Die dicken Muttis stehen auf die lebenden Boys. Ja, News der Woche. Also News der 2 Wochen ja mittlerweile, ne? Ja, tut mir leid. Ja, aber weißt du, was wir gar nicht gemacht haben? Wir haben gar nicht uns über den Laternenfisch ausgelassen. Ja, okay. Machen wir das noch, oder? Laternenfisch ist ja im Grunde einer von uns. Der angelt ja auch. Ja, jo, Alter, ja, stimmt. Aber der ist so ein richtig tiefer, oder? Die sind wirklich tiefer. Ich kenne den nur aus Findet Nemo. Ja gut, ich muss mir ja immer diese Wiki-Scheiße aufrufen, ne? Und dann sehe ich halt gerade so ein, Alter, schon extrem. Also ich glaube, wenn ich sowas fangen würde auf 350 Meter, mitten im Atlantik, dann
Ja, hilft nichts. Schnur nee. Abtrennen und dann die, einfach die Route über Bord. Einfach weg. Ja gut, gibt genug neue. Ja, nee, aber echt, also von allen ist das wirklich der hässlichste. Also würde ich gar nicht, das ist der also der Seeteufel ist schon auch richtig hart hässlich. Ja, aber das ist der böse Wicht bisher der drei Fischarten, die wir haben. Der ist so ein richtiger James Bond Bösewicht. Okay. Der erstmal lockt. Aber einer von uns. Aber einer von uns, das muss man auch dazu sagen. Ja, wir sind ja für Minderheiten und so. Ja. Genau. News der Woche. News der Woche. Bassmaster Classic. Hast du verfolgt? Ach, gar nicht. Erzähl. Arthur Ott Defoe dominiert in seinem Hausgewässer. Kevin Van Damme und wie sie alle heißen, keine Schnitte. War cool, ja. Hat mal eben gezeigt, wo der Hammer zu Hause hängt. War auf jeden Fall gut. Ich habe ja leider so wirklich nicht so viel Ahnung von dieser Angelei. Also ich kenne nur Brandon Polonuk und Van Damme kenne ich natürlich. So, aber dann hört bei mir jetzt zumindest Seth Fader. Den haben wir ja letztes Jahr. Das stimmt. Ich dachte erstmal, du schickst mir ein Bild von Fred Kotowski. Aber ich dachte mir, hä? Was schickt er mir da? Fred in jungen Jahren oder was? Fällt mir gerade ein, Roman hat sich irgendwie immer noch nicht gemeldet zu meinem unglaublich witzigen Anna-Ermakova-Witz. Ich glaube, der hat es nicht zu Ende gehört. Oh, also ich geh am Wochenende mit ihm fischen, aber ich werde auch nichts sagen. Original einfach nichts. Frag ihn nochmal, wie es seiner Freundin geht. Ja, die Freundin heißt Friederike und ich werde sie die ganze Zeit Frau Ernikova nennen. Hallo, Frau Ernikova, schönen guten Tag. Ja. Oh Mann, ey. Ja, was gab's noch? Bellyboot-Event auf dem Haringsfleet, glaube ich. Au, das habe ich gesehen. Also ich habe gesehen, dass hier der Daniel Fischlos genau. Den zweiten Platz, Junge. Geiler Scheiß. Gut. Aber was, wie viele haben denn da mitgemacht? Weißt du das? 80. 80? Ja, war echt gute Leistung. Weißt du, was ich... Ich stelle mir das, du kennst doch, ich meine, du hast ja auch ein paar Turniere gefischt. Wenn man alle wegballern vom Start, ne? Und jetzt stelle ich mir 80 Bellyboot-Angler so, ohne Motor. Ich weiß nicht, ob die einen E-Motor hinten dran haben. Auf einmal heißt es Go und alle so mit diesem Paddel so. 80 Mann, Alter, so, komm gar nicht vom Fleck, ey. Ich hab das zwischenzeitlich verfolgt. Also irgendwie war der Wind auch so krass, dass sie rausgezogen werden mussten. Und dann haben die mit Booten, glaube ich, rausgezogen teilweise. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall hat so ein Holländer gewonnen und Daniel Fischlos war Zweiter. Fand ich cool. Jo, Shoutout an Daniel Fischlos. Wie auch immer der richtige. Aber, Brausers oder so ähnlich. Brauers, glaube ich. Egal. Also Bowser kenne ich, das ist der Bösewicht von Mario und Luigi. Und Bowser ist dieser Sänger, der hier... Oh, Alter, den kann ich nicht ab. Echt? Aber ich hasse Autotune. Junge, Alter, das also alles, was mit Autotune kommt, direkt cut. Fick euch. Jo, fick Autotune. So, noch News der Woche. Habe ich auch noch was. Okay. Skills and Stripes. Hast du mitgekriegt? Nee, schon wieder, Alter, ich krieg gar nichts mit anscheinend. Ich meine, es war die krank. Turnierwoche schlechthin. Ich meine, wenn ich irgendwann im Jahr große Barsche fangen will, dann... also ich fange die jetzt nicht. Aber die Jungs haben richtig abgeräumt. Also richtig viele 45-plus-Barsche dabei. Ich glaube nur ein Fuffi. Und vier Haut und Fiss. Die Gewinner der Predator Tour letztes Jahr haben auch wieder gut gefischt, aber sind nur auf 2 gelandet. Team Gunki auf 1. Ja, aber ganz cooles Konzept. Hast du es mitbekommen? Ich kenne es nicht, nein, ich kenne es wirklich gar nicht. Also geht nur um Barsche. Alle anderen Fische gehen, glaube ich, gar nicht in die Wertung oder wird maximal der Größte gewertet. Und du darfst nur mit Ködern fischen. Du darfst keine anderen Köder an Bord haben, außer die Köder, die dir geben.
Beste. Und dann, ja, voll cool. Also, keine Ahnung, die hatten irgendwie 2 Boxen oder was gekriegt und dann waren da, ich glaube, Westin, Quantum, Spinmat und alle möglichen Sachen drin und die durften nur mit den Sachen angeln. Okay. Schon cooler. Schon cooles Konzept, finde ich. Aber ich finde es noch besser, also ich würde trotzdem sagen, dass du, also was ich geil finden würde, wäre, wenn du zwar eine begrenzte Anzahl, aber von deinen Ködern was mitnehmen könntest. So, wo man sagt, okay, du hast nicht 1000 Sachen drauf, aber ist auch auf dem Boot gewesen, ne? Nehme ich mal. Ja, genau. Ja, und sondern also nur von deinem Zeug und darfst dir was aussuchen, aber so sieht's aus. Dass nur was weiß ich, 3 verschiedene Köder, Größen in 4 Farben oder so und nochmal irgendwie was Hardbait-mäßiges und dann war's das. Das würde ich ganz cool finden, weil haben wir auch schon drüber gesprochen, einfach, dass du bist ja doch irgendwie eingefischt auf eine Art von Köder. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass nicht jeder Köder, also nicht jeder Köder wird gleich geführt, so, die haben alle ihre Besonderheiten, das würde ich dann halt cool finden. Aber gut, was sollen wir da Korinthen scheißen, ne? Also ich fand das Konzept cool. Immer was anderes auf jeden Fall. Ja, hat mir gut gefallen. Ja. Barsch ist jetzt nicht mein Favorite Fisch, deswegen... Auch komisch, dass ich das nicht kenne, denn. Bei meiner ist es schon. Ja. Bist halt nicht aktiv. Naja. ich wollte ja letzte Woche, aber ging ja halt nicht. Ja. Passt nicht, wenn es nicht geht, dann geht's. Hättest du dir mal öfter die Hände gewaschen, wärst du auch nicht so ekelhaft krank geworden. Ich habe schon gesagt, hier bei uns auf der Arbeit müssen wir so ein Desinfektionsding an der Toilette hängen, Alter. Ja, warum? So, weißt du, wie beim Arzt oder so. Warum habt ihr das noch nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Wir hatten auch keinen Erste-Hilfe-Kasten. Und dann haben wir einen neuen Mitarbeiter bekommen und der hat sich prompt 15 Mal, also der schneidet sich ja an allem. Egal, ob es Papier ist, das kann man ja noch machen, so, ne? Aber er könnte jetzt auch, ich sag jetzt mal, an Wolle. So, oder ich kann, wirklich. Und dann haben wir extra einen großen, also der hat neben seinem Arbeitsplatz, ich bin nicht gelogen, hat er eine Packung Pflaster von mir, so ein Pflasterkit. Und dann haben wir noch einen wirklich riesengroßen Erste-Hilfe-Kasten. Und ja. Nur, das hat er einfach eine sehr weiche Haut. Mann, Alter. Der war auch so klug. Wir haben eine Mikrowelle, wir haben keinen Ofen oder so, wir haben eine Mikro mit Grillfunktion. Und er dachte sich, es wäre eine gute Idee, mal die Grillfunktion zu testen, wenn ich so diese Mikrowellen-Plastikhaube oben drauf setze. Ende vom Lied war, dass der quasi, ich meine, ich muss nicht erzählen, was passiert ist. Wenn du einen Grill hast, die Grillfunktion von oben ballert und du hast diese Plastik-Abdeckhaube. Oh Mann. Ja, Mann. Okay, aber hören wir auf hier zu lästern. Hast du News noch? Yes, ich habe noch hier richtig was. Aber irgendwie haben meine News immer mit Uli Bayer zu tun. Ich habe keine Ahnung. Das liegt daran, dass ich meine News ausschließlich von YouTube hole, glaube ich. Weil ich so ein YouTube-Opfer bin und einfach mein Algorithmus, der ist sowieso schon so versaut. Egal. Angel Ussert und Angel Joe, die Übernahme. Da habe ich, glaube ich, mehr Infos für alle, die es noch nicht wissen. Angel Joe hat Ussert geschluckt in Dortmund und wir haben letztes Mal gemunkelt, wie es genau zustande gekommen ist. Und jetzt habe ich aber was Neues erfahren und zwar, dass wohl der Laden in Dortmund übernommen wurde, aber am Möhnesee weiterhin Angel Ussert ist. Und Uli Bayer gehört. Und das finde ich ziemlich krass, weil der hat ein Video rausgebracht, was die dort vorhaben. Also erstmal bauen die fett um. Also der alte Laden, dieser kleine, ich war da nie drin, aber der muss wohl, ja, wie ich schon gesagt habe, ziemlich hässlich gewesen sein. Der hat sich so ein krasses Haus oder so ein Komplex gemietet. Und ich glaube, so ist die Aufteilung, weil er gesagt hat, er hat keinen Bock mehr irgendwie nach Dortmund zu fahren und so weiter. Der hat keine Zeit mehr dafür. Er will lieber auch vor Ort sein, weil er natürlich auch vermisst wird. So, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere gerne mal ihn auch persönlich vor Ort gesehen hätte. Weil er halt in, Entschuldigung, Cut, müssen wir rausschneiden. Was wahrscheinlich ziemlich cool gewesen wäre. So, pass auf. Und dann ist es so, dass der echt so ein richtig krasses Gebäude hat. Und er sagte, ja, wir renovieren das und der Laden wird
dann auch noch schöner als in Dortmund. Und da dachte ich mir, Junge, noch schöner als in, also ich habe ja schon auch beim letzten Mal erzählt, Alter, das geht gar nicht. Der Dortmunder Laden ist eigentlich ekelhaft hässlich. Aber das, was der davor hat, ist mega geil. Und zwar gibt es da so einen Vorbau, nenne ich das einfach mal, also irgendwie das, also auf jeden Fall gibt es dann einen fetten Bereich, der wird abgesperrt und da wird der Parkplätze für Boote hinbauen, sodass du dich dort entweder zwei große Doppelgaragen oder halt eben so eine Sammelgarage dein Boot für die Möhne hinballern kannst. Das fände ich ziemlich cool als Idee. Okay. Und irgendwie sind oben drüber irgendwie noch 3 oder 4 Ferienwohnungen, die will der auch ausbauen. Also sind irgendwelche Wohnungen, die will er als Ferienwohnung ausbauen und quasi so ein Angelerlebnis an der Möhne aus erster Hand. Also ich mache jetzt hier vielleicht ein bisschen Werbung, aber ich finde die Idee wirklich cool. Also du hast einen Angelladen, du hast einen Bootabstellplatz auf jeden Fall und du hast die Möglichkeit für diejenigen, die gerne mal da angeln wollen, wollen an der Möhne, ist ja in Deutschland jetzt nicht das schlechteste Raubfischgewässer, dass du da auch direkt irgendwie so eine kleine Ferienwohnung mieten kannst. Finde ich so als Konzept mega geil, muss ich sagen. Also wirklich da Props. Das ist wirklich gut, finde ich. Habe ich mal nichts Ketzerisches zu sagen. Wahnsinn. Findest du nicht? Ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Muss ich ehrlich sagen. Alter. Ja, super. Ja, und Dankeschön für den heutigen Podcast. Mann, ey, das also finde ich echt cool. Weil ja, freut mich doch. Ist doch okay, darfst du ja cool finden, aber muss ich ja nicht hammergeil finden. Ey, wir reden von mehr Angeladen, ist auch egal. So, und ich habe da noch eine. Also, wir beenden das Thema jetzt hier, das ist mir. Danke. Mann, Sascha, Alter. Okay, haben wir das richtig gestellt? Und dann die zweite Sache, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber. Maxi von Angel Maximal und Uli Bayer hatten Beef. Das war ein richtiger so Sido Bushido. Bam. Hast du dich gesehen? Hast du dich mitbekommen, ne? Ne. Pass auf. Und der Alter, geht es jetzt in deinen nächsten News schon wieder um Uli Bayer? Ja, ich hab's doch gesagt. Aber das ist echt. Also, ich fand das schon, weil das war richtig Beef. Wo hast du das mal? Pass auf. Uli Bayer hat ein Video rausgebracht zum. Wie er angeln bei Mondphasen und so weiter. Wie das aus seiner Erfahrung her ihn beeinflusst und weil er da irgendwie mehr gefangen hat. So ist ja umstritten, die ganzen Kalender und so, Beißkalender, die sind ja alle Mondphasen abhängig und so weiter. Ne? Maxi reagiert dann auf das Video von Uli Bayer, in dem er sagt, ist alles scheiße. So, also das ist gar nicht meine Erfahrung, das ist Bullshit, was er sagt. Mhm. Und Uli Bayer macht dann wieder ein Reaktionsvideo auf Maxis Video, wo er dann quasi so belehrend sagt, lieber Maxi, so wie so ein Oberlehrer, so, lieber Maxi, wirklich immer. Und dann zeigt er auch den Finger so, lieber Maxi, den Zeigefinger so. Ne? Und was aber ziemlich witzig war in diesem Kontext, nämlich, dass Uli Bayer hat so eine Green Wall und auf dem Green Wall war ein Vollmond zu sehen. Und dann hat er sich irgendwann auf seinen Stuhl so hingesetzt und hingerollt, dass quasi der Mond um seinen Kopf schien, wie so ein Heiligenschein. Da dachte ich mir, Amen. Es war ohne Scheiß, Mann, Alter. Das war mega lustig. Absichtlich wenn oder aus Versehen? Alter, das wäre ein richtig geiler Bitch-Move. Ja, so, okay, so, wenn das absichtlich war. Ey, Alter, das wäre geil. Auf jeden Fall macht dann natürlich Maxi nochmal eine Reaktion da. Also irgendwie, also das fand ich ziemlich geil. Was sind deine Erfahrungen zur Mondfahrt? Ich glaube daran, dass es da Unterschiede gibt. Ich vercheck aber jedes Mal mir aufzuschreiben, wann es gut läuft und wann schlecht. Ja, ich wollte auch schon jedes Mal, also jedes Jahr aufs Neue nehme ich mir vor, mal so ein Büchlein zu führen oder irgendwie so eine vernünftige App mal zu finden, wo ich mal was irgendwie notiere, aber das klappt ja, was mich halt, also, ich bin was ja mich halt auch hart abfuckt, weißt du, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast jetzt die Erfahrung gemacht bei Vollmond, da ist es richtig gut. So, dann kannst du aber bei Vollmond nicht angeln, weil du arbeiten musst oder weil du sonst irgendwas machen musst. Ja, dann stehst du ganz bescheuert da. Und dann bei abnehmendem Mond, da läuft es dann ganz schlecht. Ja, da habe ich aber 3 Tage frei. Ja, bescheuert. Also, ja, also ich fange jetzt auch nicht an, mein Leben nach Mondphasen auszurichten. Das geht mir zu weit.
Da gibt es tatsächlich einige, die das machen. Ne? Aber grundsätzlich habe ich mir auch gedacht, macht das Leute, zum Beispiel, ne? Salah macht das ja sehr viel. Ich dachte, ich denke mir, ihr Leute, habt ihr denn nichts anderes zu tun? Ich gehe angeln, wenn ich angeln kann. Mal gut, vielleicht bin ich der Einzige, der berufstätig ist mit dir zusammen oder so. Keine Ahnung. Aber ey, ich gehe doch angeln, weil ich Bock auf Angeln habe und irgendwas wird schon hängen bleiben. Ich gehe doch nicht angeln. Gut, du jetzt vielleicht schon, aber um jedes Mal den Fisch des Lebens zu fangen oder so, dafür angle ich halt viel zu gern, ne? Also, ich weiß nicht. Ich hatte ja letztes Jahr die beiden großen Hechte da innerhalb von 2 Stunden gefangen und das hat mich mal interessiert, ob da denn irgendetwas mit Mondphasen war oder irgendein besonderes Ereignis zu tun hat. Yes, und rate mal. Ja, da war eine Sonnenfinsternis in Ecuador. War auf jeden Fall nicht speziell. Ich war eine Woche danach, also eine Woche davor war Vollmond und ich war auf jeden Fall definitiv nicht in der heißen Phase und nicht 2 Tage und zwei Tage davor und 2 Tage danach. Ja, wer weiß, vielleicht ist genau eine Woche nach Vollmond genau die heiße Phase. Ja, Bullshit. Hochgelegt. Bullshit. Naja. Ja, keine Ahnung. Ich fahre jetzt, wie gesagt, das ist mir zu anstrengend. Ich fahre jetzt nicht, weil der Mond gerade scheint oder weil er nicht scheint. Ja, dito. Dito. Alter, ich wollte ja letzte Woche, das muss ich mal kurz überlegen. Vorletzte Woche, das wäre eine super Story gewesen, aber ich muss es trotzdem mal erzählen. Ich hatte jetzt hier gerade mein Fail der Woche, hatte ich ja jetzt gerade eben mit dem neuen geilen 7.000 Euro teuren Mikro, ja. Ja, genau, aber auch nur, weiß ich auch nicht. Und vorletzte Woche hatte ich, ich weiß nicht, ob es Fail der Woche war, aber das war wieder so eine typische Fischerino-Aktion, muss ich einfach mal sagen. Und zwar habe ich mir einfach mal überlegt, an einem Sonntag, also nicht letzte, sondern vorletzte Woche, da war ich gesund und hatte noch gedacht, dass ich die Woche da drauf ja fischen kann, weil ich konnte ja so ein bisschen das Wetter lesen oder die Wetterkarte und ich wusste, dass geiles Wetter wird. So, dann habe ich einfach mal, ich weiß auch nicht, habe ich so überlegt, ich wollte dieses Jahr vielleicht mal ein bisschen mehr Baitcasten als letztes Jahr. Das heißt, ich müsste dieses Jahr 2-mal mit einer Baitcaster durch die Angeln gehen, dann hätte ich schon 1-mal mehr als letztes Jahr. Und habe überlegt, so, okay, machst du mal so ein bisschen Finesse und so. Ich habe zwar eine Baitcast-Rolle, aber meine Route dazu habe ich verkauft. Und weil die hat mir irgendwie nicht gefallen, die war mir zu hart. Und dann habe ich den Max gefragt hier von Tackle-Tester, Tackle-Check, Max. Ah, du kennst, weil der auch bei der Fischerino-Tour Max Wachs. Max Wachs, richtig. Und der meinte hier, Poison, Adrena. Ich dachte, was? Geguckt, okay, cool. Und eine Aldebaran zusammen. Ich habe schon eine Aldebaran. Und dann habe ich halt einfach mal eine Aldebaran, ich wollte mal gucken, weil er meinte, die wird nicht mehr gebaut. Das ist die Baitcast-Rolle. Einfach mal so eingegeben. Mhm. Und bei eBay Kleinanzeigen, weil ich ja auch noch mein Boot zum Beispiel verkaufe, bin ich da sowieso ganz... Der Wink mit dem Tonfall. Ich habe Interessenten. Hast du vor 2 Wochen auch schon, ja? Weiß ich nicht, kann sein, aber der ist nichts draus geworden. Aber der ist heiß, okay. Glaube ich. Der will das Boot aber auch nicht zum Angeln haben, sondern für die Familie. Auch geil. Ist egal. Auf jeden Fall gucke ich dann, genau so eine Kombo wie Max Wachs mir gesagt hat. Mhm. Also hundertprozentig. Poison, Adrena, Aldebaran, ein Jahr alt. Verkäufer, Max Wachs. Nein. Ja, das wäre... Das wäre auch nicht schlecht, ey. Oder Jörg Hoffmann. Jörg Hoffmann, hey, der hat nur kaputte Bullseye-Routen. Oder sowas. Nee. Aber auf jeden Fall war so eine Kombo da. Ich frage an, was ist mit der Kombo und so. Und dann sagt er, die habe ich mir mal gekauft. Ich habe aber noch nie Baitcast geangelt und die hat er sich so andrehen lassen. Alter, dann habe ich mir gedacht, der hat eine High-End Japan Tackle. Also High-End, viel drüber gibt es gar nicht mehr, sich andrehen lassen für 800 Euro. Und hat noch niemals Baitcaster geangelt. Und dann kam das Kind, und das erinnert mich so ein bisschen irgendwie an meine Situation, und meinte, dann hat er keine Zeit mehr gehabt. Und jetzt will er es verkaufen. Ungeangelt habe ich also eine geile Kombo vorgefunden. Das Ding war, es war Sonntagabend, 18.30 Uhr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt?
habe ich lieb meine Frau angeguckt und ich gesagt, ich muss losfahren. Also ist der Fischerino Sonntagabend um 18.30 Uhr 165 Kilometer nach Kassel gefahren. Fuck, Alter. Um sich eine behinderte Scheiß-Kombo abzuholen, um 165 Kilometer wieder zurück. Um die 15 Euro Versandkosten zu sparen, oder? Ja, nee, die waren in so einem geilen Sportex Futteral, so ein Semi-Hardcase-Futteral, richtig Porno. Kostet auch nochmal 100. Also ich sag jetzt nicht, für was ich das geschossen habe, aber ich habe echt einen guten Preis bekommen. Dafür, dass dies Jahr wirklich niemals wurde das Ding geangelt. Da ist kein Kratzer dran, gar nichts. Der hat sich einfach so ein bisschen belabern lassen und hat dann irgendwann gedacht, okay, wenn sie die ganze Zeit in der Ecke steht, dann brauche ich halt ein Futteral. Dann hat er sich für 95 Euro oder so nochmal so ein Sportex-Futteral gekauft. So, und dann standen da fast 1.000 Euro in der Ecke und er hat sich ja irgendwann gesagt, ja, nee, brauche ich nicht. Und dann habe ich dankend die Hand aufgehalten, auf jeden Fall. Kann man aber so machen, Sonntagabend. Gut, jetzt geht die Geschichte dieser Route weiter. Du wirst bald Vater. Das Ding wird in diesem Sportex-Teil in der Ecke stehen. Du wirst wahrscheinlich noch so einen Routenschoner kaufen, den da drüber machen. Ja. Und dann so in 2-3 Jahren das Teil ungefischt wieder weiterverkaufen. Ja, wahrscheinlich wird es so sein. Das ist der Fluch dieser Route. Ja, oh Mann. Oh Mann. Ja, das war mein Sonntagabend der vorletzte Sonntag. Bevor Armageddon krankmäßig ekelhaft. Ja, ich habe mich so gefreut auf die Woche da drauf, ne? Und dass ich mal wenigstens so ein paar Würfe machen kann. Ich wäre selbst zur Sorpe gefahren, aber ich habe mir gedacht, nee, ich muss ja hier fit auf der Arbeit sein. Ja, so fit, dass ich gestern auf jeden Fall nicht auf der Arbeit war. Aber heute geht's. Okay. Das war meine kleine Story. Ja, schön. Aber ich hoffe, du fischst die dann auch mal. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich mir übrigens in den letzten 3 Wochen richtig behindert eingekauft. Ich habe mir eine Rock'n'Force bis 14 Gramm geholt. 335 Euro. Dann habe ich mir die Poison Adrena geholt. 12 Gramm. Ein bisschen, also ich habe mehr bezahlt als die 335. Und dann habe ich mir noch von Maximus, wird jetzt wahrscheinlich demnächst was sagen, Egoist Limited Edition, für 10 Gramm geholt. Also ich habe mir 3 neue Routen geholt, die eigentlich die gleiche Range quasi bekleiden. Das war gut, guckst du, welche dir gut gefällt und die anderen weg. Mein Angebot steht ja immer noch, wenn du Vater wirst und du hast keine Verwendung mehr für das ganze Angelzeug, gibt dir 12 Euro. 12 Euro. Ja. 12. Ja, 12. Verhandlungsbasis natürlich. Ja, ich freue mich aber auf alle Routen. Das wird richtig cool. Die Egoist hat so eine, also die hat echt eine richtig krasse Lackierung. Ich meine, der Name ist schon Programm. Die habe ich nur gekauft wegen der Limited Edition aber. Ja. Dann habe ich ist gefragt, nur einer, wie limited ne? ist die? Ist nur einer. Da habe ich gefragt, wie limited ist die Edition? Denn muss ich dann schnell sein? Habe ich gefragt und dann sagte irgendeiner, ah nee, das ist nur der Name. Also die ist gar nicht limitiert. Nein, Mann. Ja. Die Russen, ne? Die Russen. Maximus ist ja so, die sind ja Marktführer in Russland. Die haben sich wieder lustige Sachen einfallen lassen. Die gar nicht limitiert, ist einfach mal so genannt. Ja gut, aber im Endeffekt ist ja alles auf der Welt limitiert, ne? In gewisser Maßen ja schon, aber. Haben ja, die Russen gut. Schon recht gehabt. Aber auf jeden Fall, die Lackierung ist so Petrol, so schimmert, je nachdem wie die Sonne drauf knallt, in so einem lila Grünton oder so. Also das ist echt abgefahren, ist wirklich abgefahren, sieht richtig geil aus. Hört sich vielleicht gerade ein bisschen abstrakt an, aber das sieht richtig, richtig fancy aus. Kann ich mir vielleicht vorstellen, aber lila passt natürlich gut zu dir. Ah, fick dich. Ja, sollen wir mal zu unserer Fragestunde kommen? Sie. Fange ich diesmal an? Willst du anfangen? Warum? Ja, in die Wurst. Also ich finde das immer sehr, sehr schwierig, Fragen für dich vorzubereiten. So, aber ich habe welche gefunden. Und zwar die erste: Was hältst du von Angeln mit Wurm? Also Raubfischangeln. Mit Wurm? Kunstwurm oder Wurm? Nee, lebend. Also richtiger Wurm. Richtiger Tauwurm, was weiß ich. Dendrobena. In den Größen S, L oder M. Okay, ja, finde ich ganz cool. Macht Bock. Also machst du natürlich eine Menge Masse mit, ne?
so am Dropshot und so, finde ich das ganz witzig. Ja, ich finde, ich habe das, mein hier Fabi Gräfe, der hat gesehen, dass ich bei der letzten Fischerino-Tour ein paar Würmer dabei hatte. Junge, Alter, das war der Blick des Todes, so richtig abwehrend. Ich habe mich nicht mehr wie ein Angler gefühlt. Das war so richtig herabwürdigend, so, was? Würmer? Schweig! So, keine Ahnung, Alter. Also war richtig, dachte ich mir, okay, warum bin ich jetzt wirklich der Einzige, der das eigentlich cool findet? Weil, ganz ehrlich, ein Wurm wird total unterbewertet. Also klar, gerade bei der Barschangelei, aber es wird total unterbewertet, mal auch so einen fucking Wurm zu nehmen, weil du hast erstmal natürlich, wenn du, ja, je nachdem, wie man sieht, Glück hast oder Pech hast, auch eine fette Brasse oder kannst ja alles drauf, wirklich alles drauf machen. Ja, und da ist man natürlich scharf drauf, auf so eine fette Brasse. Ja, aber auf feines Gerät macht die schon Bock. Also, ja. Also es geht ja, warum angelst du? Angelst du, weil der Fisch aus dem Wasser soll? Oder weil, also für mich macht der Drill am meisten Bock. So. Und das ist so das, was ich liebe. Von mir aus könnte ich den ganzen Tag nur drillen. Ja. Ach, keine Ahnung, hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich finde es schwierig, damit Hecht und Sander zu fangen, aber Barsche... Ja, das sagt ja auch keiner, aber also, wenn man nichts geht. Also passiert ja auch mal schon mal, ne? Also Zander und Hechte gehen da ja durchaus drauf, aber jetzt bei weitem nicht so gut wie Barsche. Aber nee, macht schon Bock. Ja, okay. Also finde ich genauso. Ich finde es halt eine total unterbewertete Methode. Also ich rede natürlich, gehe zu 95% gehe ich halt auf Barsch. Was mich halt hart annervt und wirklich hart annervt, ist, dass du dann so dreckige Finger hast, ne? Also weißt du, du bist so verwöhnt vom Kunstköderangeln, dass sie maximal mit so einem Öl oder so... Na klar. Und dann hast du da überall Dreck. Du hast doch diese scheiß Knoblauchköder gerochen, Alter. wo die da auf die Forellen da gehen, dieses... Ja. Das Ding, das will ich mal sehen, ey. Das hast du 3 Wochen auch da an. Stimmt. Ich weiß auch gar nicht, die müssen doch alle Handschuhe tragen. Das muss... endpenetrant, das Zeug. aber gut. Ja, okay, nächste Frage. From me. Die Frage wird ja bekannt vorkommen. So, die hat jetzt nicht direkt was mit Angeln zu tun. Aber ich dachte mir, wenn du so eine Frage mir stellst, würde ich sie dir auch gerne mal stellen, weil du mir keine Antwort drauf gegeben hast. Vielleicht kannst du dich erinnern, als wir das letzte Mal auf einem Angeltrip zusammen waren, bei dir auf dem Boot hast du mich sowas gefragt. So, du hast gefragt, stell dir vor, wenn von jetzt auf gleich Friede auf der Welt sein würde und du hast es in der Hand und dazu musst du nur einen Haufen Kaka essen. Was wäre dir lieber? Ein Haufen Kaka von einem Menschen oder ein Haufen Kaka von einem Hund? Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ja, sowas muss ich mir anhören beim Angeln. So eine Frage. Das Schlimme ist, dass das stimmt. So, und ich hatte keine Frage. Und dann dachte ich mir, ist mir das wieder eingefallen. So, was du mich mal gefragt hast. Aber ich glaube, bei mir wär's Hund. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch gar nicht thematisiert. Ich habe dir ja gesagt, ja, ich muss mir schon sagen, was für ein Hund, Alter. So ein Rottweiler, der scheißt ja vielleicht auch 3 Kilo hin. Aber so ein Pekinese oder so, der ist vielleicht schon mal was anderes. Aber wir haben ja so einen Collie und der ist ein bisschen älter und der kackt wie ein Pferd. Das kommt zwar, also der kackt, das ist eine Mischung zwischen Hase und Pferd. Also es kommen zwar Küttel raus, die sind beim Collie dann aber, ich sag mal, so Tischtennisball groß, aber die sind so hart. Alter, damit könntest du auch in Indien steinigen. Also wenn mal irgendwo die Steine ausgehen, fragt unseren Lord. Muss ich mal so sagen. Ja, aber dann, also ich weiß auch gar nicht, was das jetzt eigentlich, warum habe ich jetzt eigentlich die Scheiße von unserem Hund erklärt? Wir sind irgendwie auf Kot gekommen. Ich kann mir auch nicht mehr erklären, wieso. Ich weiß auch gar nicht, wie wir auf Kot gekommen sind, ehrlich gesagt. Das muss irgendwie echt strange gewesen sein. Ja, war, kranke Menschen, Ja, das war auf jeden Fall ein anstrengender Angeltag, ja.
Alter, das war wirklich anstrengend. Ja. Ja, okay. Und danach hast du den Angelmorgen deines Lebens hast du einfach mal verpasst, weil du im Bett geblieben bist. Und ich und Roman haben die Scheiße fett gerockt, ey. Roman und ich so rum. Ja. Das, also ein paar Zander fett rocken ist was anderes. Aber ich habe ja auch, du kannst es nicht verstehen, aber ich habe ja Barsche gezuppelt im Hafen und. Du warst auch glücklich. Bis 35 ist mir ja, also 30 vielleicht, ich habe kein Maßband gehabt, vielleicht sagt es auch 30. Was fand ich für den Hafen in Ode Tonga eigentlich schon ganz gut? Also, es hat Bock gemacht. So hatte jeder seine Sache so. Ja. Das ist so. Und letzte Frage, pass auf, letzte Frage ist, apropos Barsche zuppeln, so. Ich wollte dich einfach mal fragen, so, wann machen wir denn mal eine Ultraleit-Tour? Du hast mit Sicherheit noch nie, hast du schon mal eine Ultraleit-Route in der Hand gehabt, außer meine und mich dann runterzumachen, mich dann zu beleidigen, was das für eine Route ist, dass deine Spitze ja quasi aus meiner Route besteht oder so. Ja, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ist ja Lebenszeit, die dabei drauf geht, ne? Ja, es war Angeln mit dir auf dem Boot auch und trotzdem habe ich es getan. Ich glaube, wenn du mal wirklich, ich weiß, hast du wahrscheinlich noch nie gemacht, ne? Mal irgendwie, außer vielleicht drei Würfe oder so, mal eine UL-Angel vernünftig mal damit geangelt, ne? Ja, also nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen einfach nur einmal los und dann. Wir müssen gar nicht vielleicht ultraleit, aber so ein bisschen Finesse, so bis 10 Gramm, wo man auch so 10 Zentimeter Köder oder 7,5 bis 10 Zentimeter Köder geworfen bekommt. Ja, können wir gerne mal machen. Und dann, glaube ich, würdest du deine Meinung auch ein bisschen ändern, wenn es ein guter Tag ist, zumindest. Ja, okay. Das waren meine drei. Das waren deine drei Fragen. Okay, fange ich an. Was nervt dich am meisten am Angeln? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen tagesabhängig. Ich muss immer noch, also, wenn es regnet. Vom Mund herbringen, Alter. Von was? Die Scheiße vom Mund. Also, manchmal sind es dumme Fragen, aber also es ist, glaube ich, wenn es regnet, dann stört mich der Regen. Wenn es zu heiß ist, stört mich die Sonne. Und das geht dann so weiter. Nein, aber oftmals ist es, also es ist echt total unterschiedlich, würde ich sagen. Tatsächlich so. Das ist total tagesformabhängig. Manchmal nervt mich das Aufstehen. Mhm. Manchmal nervt mich aber das Zurückfahren. Also ich glaube, am meisten nervt mich das, wenn du kennst das ja, noch einen Wurf machst du. Und dann bist du hinterher so platt und musst trotzdem noch 300 Kilometer nach Hause ja, fahren. Ja, safe. Und das ist genau auch meine Antwort. Ja. Habe ich auch drüber nachgedacht. Diese Scheißfahrerei, ne? Alter, das geht mir so auf den Zwirn, ne? Ja. Für 6 Stunden angeln, mal eben 8 Stunden im Auto sitzen, nervig. Ich habe schon überlegt, ob ich umziehe, Zweitwohnsitz oder so. Nervig. Ja, du bist ja fast immer ja mit dem Boot unterwegs. So, was heißt, du slippst ja auch noch. Ja, das kommt ja auch noch hinzu, ne? Ja, ja. Also, Nerven-Overkill. Wobei, wenn ich ein Boot hätte, wäre safe auf jeden Fall das Slippen. So, dann glaube ich, wäre das Autofahren gar nicht das Problem, das Slippen auf jeden Fall. Ach, das Slippen geht nach 3, 4, 5 Mal, wenn du das gemacht hast, ein bisschen Erfahrung hast du kein Problem mehr. Dann kannst du jedes Boot slippen, aber das gehört ja, aber es gehört ja auch noch dazu, du musst es ja auch wieder festmachen richtig und das Ganze, das dauert ja trotzdem. Du bist ja, ich sag jetzt mal 15 bis 30, also 15 Minuten wahrscheinlich, eher so 20 Minuten bis 30, bist du auf jeden Fall dran, so, ne, wenn du es vernünftig machst. Ja, deswegen bin ich immer froh, wenn Daniel dabei ist, der hat so einen Überblick, der macht immer schon mal alles, was ich nicht mache. In der Zeit kann ich meine Sachen wegräumen. Das finde ich auch immer ganz gut. Ah, okay. Okay, nächste Frage. Ja. Was denkst du, sind die Angeltrends 2019? Ja, also ich kann das ganz klar sagen, im Bereich Forellenangeln auf jeden Fall diese stinkenden Gummiköder. Mhm. Einfach, weil ich merke, dass die überall auftauchen, auch im Shop. Ja, die überall auftauchen, auch bei mir, auch die Nachfrage im Shop. Ich habe die ja nicht, ich habe Fischab-Käse. Das sind aber nur mal zur Erklärung, das sind so Larven oder sowas, die so einen kleinen Pintail-Schwanz haben, ne?
Genau, das sind einfach so, ist ja warm. Also die machen, die sind ganz, ganz weich von der Mischung her, sind ultra flexibel und genau, die haben in der Regel haben die ganz viele Rillen, ja, und die werden in der Mitte zusammengehalten von irgendeinem so einem Strang Gummi und haben auch eigentlich nur also haben keinen Schaufelschwanz oder so, sondern die enden dann quasi spitz. Und genau, die gibt es dann halt meistens in so krassen Gläsern, weil die stinken wie Hulle. Gibt es dann mit Knoblauch, der Klassiker, Käse, ja, was weiß ich, Alter, Thunfisch oder so. Und weißt du, wie man die fischt? Fischt man die an so einem Spoon dran oder fischt man die einzeln? Oder ja, wie geht das? Es gibt unterschiedliche Varianten. Also meine bevorzugte wäre natürlich ein Shebu. So ein Gramm, also wirklich, aber in der Regel machen die das anders. Es gibt Tungstenperlen, die kannst du über den Haken ziehen und dann musst du die festkleben. Und die Tungstenperlen, die haben noch weniger als ein Gramm Gewicht. Das sind dann 0,3, 0,4, 0,5 und sowas. Und das heißt, du hast eine ganz langsame Absinkphase und kannst wirklich die ganze Aktion von diesem Köder, weil der ja ultra flexibel ist, ausspielen und dadurch, das muss die Forellen verrückt machen auf jeden Fall. Das ist so wie vor 2 Jahren irgendwie Spoons, ist das im Moment so ein richtig krasser Trend, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Siehste, so das ist doch auch ultraleit, ne? Das ist auch ultraleit. Siehste, das können wir mal machen, wenn jetzt Schonzeit ist. Oh, Sonntag ist Schonzeit, ich kriege jetzt schon einen Affen, ey. Ja. Naja. So ist das. Ja, also das ist ein Trend und was würde ich noch sagen, so was aus der normalen Angelei, also ich glaube, das ganze Thema leichtes Angeln, ultra light, richtig auf Vormarsch, also das vielleicht, weil ich halt sehr in der Szene so drin bin, aber ich glaube, das wird, also wenn man auch so die Köder-Ecken in den Angelläden sieht, außer du bist vielleicht hier bei Daniel im Wuppertal, da gehen die alle nur am Rhein mit 30 Gramm angeln, so, aber die werden immer größer, die UL-Abteilung, die UL-Köder und alles, was damit zu tun hat, das wird immer größer, immer mehr Routen. Man sieht das auch an den großen Herstellern wie Balsa oder so, die so traditionell ja gar nichts mit Ultralight zu tun haben, wo selbst ein Matze Koch plötzlich Ultralight-Werbung macht und sowas, ja, der macht ja alles andere aus, der angelt Hechte mit Karpfenruten, ja, das ist natürlich alles, also solche Firmen, die machen, gehen in diese Richtung, das ist schon, dass ich glaube, das sind alles so ein Indiz dafür, dass vielleicht noch nicht dieses Jahr der Megatrend, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Das kommt jetzt so, bis irgendwie mehr Leute sich darauf nochmal mehr fokussieren. Das kommt auf jeden Fall. Beruht der Trend darauf, ja, dass es dadurch einfacher wird, Fische zu fangen? Ne. Der Trend beruht auf Oleg. nein. Ja, also es wird nicht einfacher, Fische zu fangen. Du stellst den Fischen nach, die es einfach auf Masse gibt. So, das heißt, klar, du warst immer mit feinen Ruten am Bächen unterwegs. Wenn du Forellen fangen willst, da hast du niemals eine 50-Gramm-Rute geworfen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand ist. Als ich mir vor Jahren die erste Warthose gekauft habe, wusste ich gar nicht, dass das ultralight war, aber hatte ich so eine 10-Gramm, also 10-Gramm ist nicht ultralight. Für mich ist bis 5-Gramm ultralight, alles andere ist Bullshit. Dann ist das nicht mehr ultralight. Mhm. Du kannst kein Superlativ dann irgendwie dann bis 15-Gramm ausweiten. Aber es ist eine Philosophie-Sache. Und du hast natürlich viele Barsche. In der Regel stellst du ja den Barschen nach. Und ja, das ist natürlich, weil die hier so eine große Population haben, schon was anderes. Das heißt, du kriegst halt auch Leute, die vielleicht tatsächlich nicht so viel Erfolg beim Angeln haben, weil die halt so ein Hecht, der beißt dir vielleicht nur einmal am Tag, wenn überhaupt. Wenn du Glück hast, hast du auch ein paar mehr. Aber ich sag jetzt mal so einer, der mal hin und wieder mal dreimal im Jahr angeln geht, der hat auf jeden Fall mehr von UL, einfach weil die Masse da ist und weil das Angeln auch, glaube ich, Führungsstile verzeiht. Du musst die irgendwie nur einmal gefunden haben und wenn die einmal bissig sind, weißt du selber, dann gehen die Barsche halt auch auf einen losen Haken. So, und das ist halt, glaube ich, das Interessante dabei. Also klar, wenn du es noch drauf hast, dann hast du natürlich auch noch mehr Erfolg, aber es ist weitaus einfacher, UL zu angeln, davon bin ich überzeugt für Einsteiger, wenn man die richtigen Köder hat, ne? Es gibt auch einfach Köder, die ziehst du einfach so durchs Wasser mit einem Twisterschwanz oder so und hast trotzdem Erfolg. So, und das ist, glaube ich, motivierender, am Ball zu bleiben. Okay. Yes. Letzte Frage. Was ist dein Angelsnack Nummer 1, den du beim Angeln eigentlich fast immer dabei hast? Beefy Roll. Ja, Mann, Alter. Beefy Roll geht immer.
Ja, witzigerweise bei mir Beefy, aber ohne Roll. Naja, ich brauch dieses nahrhafte Brot, was quasi wahrscheinlich wie eine Murmel im Magen dann sich minimiert. So, weißt du? Aber ich finde, es gibt nichts Trockeneres auf der Welt. Es gibt nichts Trockeneres als die Enden von Beefy Roll. Boah, die sind immer so hardcore trocken. Ach, einmal schön am Fischleim herstreichen. Nein, ich reiß die ab. Ich reiß die einfach immer ab. Ey, bei mir es muss alles verwertet werden. Habe ich bezahlt. Habe ich bezahlt, muss gegessen werden. Nee, ich nehme Angelhack, wenn man so möchte. Nicht das Original, sondern ich gehe nach Netto. Die haben da so was Nachgemachtes, glaube ich, für 50 Cent. Und das Sod. Das Brot ist ein bisschen süßlich. Und dadurch geht das. Ganz gut. Also finde ich ganz cool so. Und Beefy Roll. Ich habe mir jetzt Carrazza geholt, eigentlich für letzte Woche. So unser nachgemachtes Carrazza auch. Ich kann das nicht essen. Ja, aber das finde ich besser als das Original. Aber ist egal. Nee. Ja, auf jeden Fall, das ist mein mega Angelsnack. Aber bei dir hätte ich eher so Schokolade. Also wenn ich mit dir auf dem Boot bin, habe ich immer Schokolade oder irgendwas Süßes auf jeden Fall. Ja, ich brauche auf jeden Fall Beefy, aber auch so eine Tafel Milka finde ich schon richtig gut. Ja, oder diese holländischen Waffeln da oder so. Stropius. Stropius, ja. Ja gut, die habe ich aber nur in Friesland, weil irgendwie gehört das zu Friesland dazu für mich. Aber wahrscheinlich kommen die gar nicht aus Friesland, aber für mich gehört das dazu. Ja, in jedem Fall ist wichtig, was zu essen an Bord mit dabei zu haben. Das erhebt die Stimmung und hilft auch durch lange Angeltage. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie könnte ich da dir widersprechen? Gut, dann sind wir bei Teil 3 schon wieder am Ende angekommen. Oh, this is unbelievable. Unbelievable. Yes. Ja. Ja, sorry Leute, wenn ich vielleicht ein bisschen geschnaubt habe und das heute vielleicht nicht der blühendste Tag in meinem Leben war, aber ich habe mich hier halbwegs mit Tee und Halsschmerztablette durchgekämpft. In diesem Sinne hat es trotzdem gebockt, mein Freund, und ich hoffe, dass wir uns mal beim Ultraleiten treffen, Diggi, und was ist das? Ja, nehmen wir uns für die Schonzeit. Für die Schonzeit vor. Nee, ich will das auch mit dir nach der Schonzeit. Also es muss nicht nur so ein Zeitvertreib sein, so, ich doch. Kann sowieso nichts anderes machen, Alter. Ja, nee, mir doch. Zuliebe muss das machen, Alter. Mal gucken. Nee, nicht mal gucken. So, auf jeden Fall, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Denkt daran. Ach so! wir hatten ja noch unsere post@rodcast.de Adresse. Hatten wir Post? Und zwar, nein. also, wir müssen einfach mal ehrlich sagen, nein. Keine einzige E-Mail von euch irgendwie gekommen. Ja, ich aber meine, von den vier Followern hätte ja, also gut, drei Followern, weil der eine war ja ich. Die drei Follower, die hätten ja ruhig mal was schreiben können. Ja. Aber wir hatten heute auf jeden Fall auf meinen Post, dass ich ja fettes Equipment am Start hatte und das wir heute aufnehmen, hatten wir zwei, vielleicht machen wir das ja nächste Woche, zwei Fische vorgeschlagen, die wir ja durchaus dran nehmen können. Und zwar einmal der Schlammpeitzker. Und einmal ein Trompetenfisch. Also der Trompetenfisch hört sich eher, ich weiß nicht, ob es den gibt, aber wenn ja, wäre geil. Schlammspringer gab es auch noch. Thorsten Rühl sagte Schlammspringer. Schlammspringer hatten wir doch, Habibi. Ach, er sagt, mach uns den Schlammspringer. Jo, stimmt. okay. Ja, hat es wieder sehr gut. In diesem Sinne, also, wenn ihr Fragen habt, postet weiterhin so eifrig und schickt uns E-Mails post@rodcast.de. Post, wie die Post, Leute, @rodcast.de. Also wenn ich sage rodcast.de, dann ist zwischen rodcast und de ein Punkt. Aber bitte nicht ausschreiben, sondern neben dem so, damit jeder von euch, schickt uns bitte irgendetwas, auch wenn es nur ein Hallo ist. Aber schickt uns was, wir waren so traurig einfach. Ich hab's ehrlich gesagt ganz vergessen, aber ich freue mich natürlich auch, wenn jemand was schickt. Post@rodcast.de. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Petri, ciao. Tschüss.